Heute geht es mal wieder um eine Tinte, und zwar um die Skull and Roses von Diamond. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, also bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tintenreview von Phil Filler. Das heutige Video dreht sich um die Tinte von Diamond, und zwar diese hier, die Skull and Roses. Die Tinte ist eine exklusive Tinte für den deutschen Markt. Es gibt sie in 80 ml und 30 ml Flaschen. Derzeit kosten 80 ml, also diese Flasche hier, 10,50 € und die 30 ml 4,20 €. Bei der Tinte handelt es sich um eine Schienentinte. Der Grundton ist ein schönes, kräftiges Blau und manchmal ein leichter, roter bis lilaner, farbener Schimmer. Warum nur manchmal? Das zeige ich euch gleich in einem Schreibbeispiel. Wichtig bei den Diamond-Tinten ist, also bei den Sheen-Tinten ist, dass man die gut mischt. Das will ich euch hier mal zeigen. Und zwar habe ich hier eine Flasche Gin, habe ich von einem Freund gekriegt. Und hier steht drauf Shake Me. Und das ist dasselbe Prinzip, was hier bei so einem Diamond-Fläschchen auch ist. Und zwar habe ich dann hier einen schönen Farbton drin. Da könnt ihr euch vorstellen, das Rot ist jetzt quasi auch das Rot hier in der Flasche drin. Also man sieht hier vielleicht oben am Rand, da leuchtet schon so ein bisschen rötlich. So, und die blaue Tinte muss jetzt hier mit dem roten Farbstoff vermischt werden. So, das Ganze müssten wir dann schön schütteln. Und dann sehen wir hier, wie schön dann hier die Tinten sich vermischen. Und so müsst ihr das machen jedes Mal, bevor ihr dann euren Filler hier mit dieser Diamond-Tinte betankt, müsst ihr dann einmal schön kräftig schütteln, damit die Komponenten sich hier vermischen. Im Vorfeld zum Review habe ich ein paar Schreibbeispiele gemacht. Hier zum Beispiel habe ich meinen Tintenblock. Und zwar ist das hier so ein Rodia Notebook, also ein Dotbook-Papier. Und da habe ich hier immer meine Tinten reingemacht, weil das ist eigentlich das Papier, was ich hauptsächlich auch zum privaten Schreiben benutze. Hier sieht man schön, dass umso dicker die Farbe aufgetragen wird, umso eher sieht man jetzt den Schieneneffekt. Hier zum Beispiel, wo ich das mit dem Brevelier-Kalligraphie-Stift geschrieben habe, also der Brevelier, den habe ich euch schon mal in einem Special vorgestellt. Da sieht man hier in der Kamera, hier zum Beispiel bei dem H2O, dass hier so ein leichter Schieneneffekt kommt. Wenn der Strich jetzt aber hier dünner ist, wie hier zum Beispiel das, was ich mit dem Caveco Student geschrieben habe, mit der M-Feder, da sieht man eigentlich nur blau und da stellt sich jetzt großartig kein Schieneneffekt ein. Also eher hier, wo es ein bisschen dicker aufgetragen ist, da könnte es eher zum Schienen kommen, aber ansonsten nicht. Hier meine M-Feder vom Pelikan Souverän M805. Komischerweise, obwohl der immer sehr, sehr viel Tinte rauslässt, also dick aufträgt, er schreibt nass, sieht man hier jetzt nicht so viel. Hier bei dem Brevelier Kalligraphie Set mit der Stubfeder 1.1, da sieht man jetzt auch wieder, da wo jetzt hier mehr Tintenauftrag ist, da ist es jetzt ein bisschen, naja, dicker. Ne? Also da sieht man auch dann den Sheen schon wieder. Richtig schön kommt der Sheen-Effekt zur Geltung hier auf so einem Tomeo River Papier. Das ist 52 Gramm pro Quadratmeter Papier. Das habe ich dann hier mit dem Brevelier 1,5 Stubfeder geschrieben. Also man kann ja das Griffstück auswechseln und kann dann verschiedene Griffstücke mit verschiedenen Federn reinmachen. Und hier sieht man am schönsten, wie jetzt hier der Schieneneffekt ist auf dem Papier. Es ist aber sehr, sehr dünnes Papier und hier braucht die Tinte auch ewig drauf, bis sie trocknet. Man sieht jetzt hier vielleicht, wenn ich so ein bisschen, ja, man sieht schon so einen leichten Schieneneffekt, finde ich. Wie gesagt, hier braucht die Tinte ewig drauf zum Trocknen. Das sind hier irgendwas zwischen 35 Sekunden und 40 Sekunden. Dagegen habe ich hier den Brunn Studentblock, das ist auch so ein Ringbuch. Habe ich auch mit derselben Stubfeder geschrieben. Das sind 70 Gramm pro Quadratmeter. Und hier äußert sich zum Beispiel der Sheen überhaupt nicht. Das ist einfach nur hier ein sehr schön gesättigtes Blau. Wie ihr seht, da glänzt nichts. Also der Sheen-Effekt
stellt sich hier überhaupt nicht ein. Und es ist ein sehr saugendes Papier. Das heißt, hier sieht man schon die Tinte, die trocknet hier so bei 25 Sekunden und hier habe ich die bei 40 Sekunden. Also ist schon ein großer Unterschied. Und deswegen sage ich, der Sheen-Effekt stellt sich jetzt erst ein, wenn man so Papier hat, wo die Tinte langsam trocknet. Hier bei der Skull and Roses Tinte muss ich auch sagen, die trocknet für mich, für den regulären Gebrauch, braucht die viel zu lange. Also die braucht ewig, bis die trocknet. Und ich habe dann das Problem, wenn ich den jetzt in meinen Füller habe, womit ich jetzt ständig schreiben würde, dann würde ich das irgendwann verwischen, weil ich schreibe dann hier meine erste Seite, blätter dann um und zack, alles was da drauf ist, hätte ich jetzt verschmiert. Wenn man jetzt aber einen Brief schreibt und sich Zeit lässt und dann auch sag ich mal nur die Vorderseite beschreibt und den Brief dann weglegt, dann kann der trocknen und dann hat dann der Empfänger einen schönen Sheen-Effekt und das sieht auch gut aus. Oder wenn man ein Tagebuch schreibt, das ist auch gut, dann blättert man ja nicht sofort um und dann kann die Tinte trocknen und dann hat es halt den schönen Sheen-Effekt. Zu den Trocknungszeiten kann ich hier sagen, hier bei den Trocknungszeiten auf den, es kommt immer darauf an, wie dick die Feder ist, also wie viel Tinte aufgetragen wird. Hier mit der M-Feder von dem Caveco, da liege ich hier bei Trocknungszeiten um die 7 Sekunden. Also das ist schon, naja, das ist schon lange. Ja, die anderen trocknen einfach viel, viel schneller. Glaubt es mir einfach, vielleicht ist es bei euch anders, aber ich finde die Diamine-Tinten allgemein, die brauchen zu lange zum Trocknen. Damit kann ich jetzt keine Notizen im Alltag machen. So, jetzt machen wir hier einen kleinen H2O-Test, einen Wassertest, wie schnell die Tinte sich auflöst. So, hier habe ich jetzt ein Wattestäbchen befeuchtet, also ich habe so ein bisschen abgestriffen, damit es jetzt nicht super nass ist und damit rubbel ich jetzt hier einfach mal drüber. Und man sieht, naja, die Tinte ist überhaupt nicht wasserfest. Also würde ich jetzt, ja, also ich würde jetzt meine Notizen damit nicht schreiben, weil man sieht hier schon, wenn jetzt ein, zwei Mal drüber gegangen wird, dass man die Tinte hier komplett, ja, wegwischen kann. Das Stäbchen ist jetzt auch schön gesättigt. Also für meines Erachtens würde ich jetzt meine Notizen damit nicht schreiben. Ich hätte jetzt viel zu viel Angst, dass ich das dann mal später verwische und dann kann ich nichts mehr lesen. Aber wenn man jetzt ein schönes Blatt hat, ein trockenes und eins, was jetzt ein bisschen länger braucht zum Trocknen, dann eignet sich die Farbe natürlich, die Tinte, um schöne Korrespondenz zu schreiben. Wie eingangs erwähnt, wenn jetzt die Tinte ein bisschen schneller trocknet, dann hat man das Problem, dass dann kein Sheen-Effekt kommt. Hier ist jetzt zum Beispiel meine Testkarte, also so wie jetzt hier zum Beispiel die Farbe da drauf kommt, so sieht es auch ungefähr aus, wenn ich jetzt die Tinte schreibe auf meinem Rhodia-Papier und nicht wie bei Tommy River. Da sieht schon ein bisschen anders aus. Und hier habe ich auch eigentlich überhaupt keinen Sheen-Effekt drauf. Also es ist einfach nur ein schönes, kräftiges, gesättigtes Blau. Hingegen, wenn man jetzt von Krishna Moonview nimmt, das ist ein, ja, auch ein schöner Farbton. Und hier sieht man schon bei der Farbe, dass hier schon ein leichtes Shading kommt. Es geht auch hier so ein lila-rote, man sieht es hier bei dem I vielleicht. Also gehen wir dann doch eher in die Richtung der schön blau gesättigten Farben. Da hätte ich jetzt hier noch Berlin Notebook Number 1 Blue. Dann habe ich hier noch eine andere schöne Diamond Tinte, die Polar Glow. Die ist jetzt ein bisschen heller. Dagegen habe ich jetzt hier noch KWZ Walkover Vistula. Und noch was schönes Blaues von Pewpans Celtic Sea. Ja, die Personen, die mich abonniert haben, sind jetzt auf 333 hochgeschnellt. Und vielen Dank dafür. Und aufgrund dessen möchte ich jetzt hier diese tolle Tinte an euch verlosen. Was ihr dazu machen müsst, erstmal bitte mich abonnieren und dann schreibt mir einfach einen Kommentar, wie ihr jetzt die Tinte zum Beispiel findet oder ob ihr die jetzt noch kennenlernen wollt und deswegen gerne das Gewinnspiel mitmachen wollt und dann letztendlich die Tinte haben wollt. Ihr habt dafür Zeit bis zum 26.02. Da endet das dann und danach gibt es dann eine Ziehung, wie zum Beispiel von Writing Delight
und Big G's Tintenkiste. Das sind auch zwei wunderbare Kanäle, die ich euch nur empfehlen kann. Ja, schaut doch einfach mal bitte da vorbei. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Review. Es ist eigentlich eine schöne Tinte. Vielleicht nicht für den Alltag, aber mal was Besonderes. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute. Ciao.